zum Antenne Düsseldorf Wetterservice mit ein toller Tag heute. Sonne satt, 18 Grad, kaum ein Wölkchen am Himmel. Läuft. Ich bin Tanja Marschall. Schönen guten Morgen. Was war das für ein Sieg für unsere Fortuna? Wirklich unglaublich. 4:0 gewonnen in der Arena. Ausverkauftes Haus. 3 Tore in den letzten 15 Minuten. Jetzt scheint alles möglich zu sein. Auch der Aufstieg. Hey. Dennis Lieske und Tanja Marschall. Das Antenne Düsseldorf Morning Team. Mein Morgen. Mein Radio Siegen. Hallo Wach. Mit Steffen Ziegler. Der Fotokopierer hat heute Geburtstag. Guten Morgen bei Radio Siegen. Hallo Waches hier. Heute vor 75 Jahren wurde der erste Fotokopierer in Berlin in Betrieb genommen in Deutschland. Bei uns in Siegen-Wittgenstein hat es einen Tick länger gedauert, und zwar bis in die 50er Jahre. Damals noch am Herrengarten, dort das Gesundheitsamt. Dort wurde jede einzelne Kopie im Säurebad entwickelt, hat etwa 10 Minuten gedauert und galt als wahre Kostbarkeit. Also vielleicht denken Sie dran, wenn Sie gleich im Büro mal schnell auf 10 Kopien drücken und sich dann freuen, wenn Sie eine Minute später die Kopien da im Fach haben. Oder eben neuen Toner bestellen müssen. Und am Morgen bei Radio 102. 16 Minuten nach 7 haben wir es mittlerweile. So, diesmal wollten wir es ganz genau wissen. Was verbraucht eigentlich eine Stadt wie Dortmund so alles aufs Jahr gesehen? Beeindruckende Zahlen jetzt hier in Dortmund am Morgen. Verdammt, scheiße. Die ist wieder ausgegangen. Okay. Das ist blöd, wenn dann keine Antwort kommt, ne? Noch ein Kult-Hit. Hier ist Billy... Quatsch. Stopp, stopp, stopp. Mit einer richtigen Autorin ein erstes, ihr erstes Kinderbuch illustriert. Echt? Ja, das sieht wieder aus. So, und diesmal wollten wir es ganz genau wissen. Oh, Entschuldigung, das habe ich mit Schnitt nicht gedrückt. Was will ich in den Chiemsee rein? Schwimm ich doch in Gudelheim. Und wenn ich an der Nordsee stehe, denk ich an den Lippesee. Kommst du von woanders weg? Tut mir leid, dann hast du Pech. Brot und Käse, Schnaps und Bier. Alles mach mal selber hier. Von Bosselborn bis Schamede, SCP, ole ole. Von Partyborn bis Annentag, das ist das, was ich so mag. Was willst du denn am Ballermann? Im Hochstift bist du besser dran. Was ist denn schon Lorette Mar? Schützenfest ist wunderbar. Keiner will nach Ibiza, wenn er mal bei uns hier war. Was willst du denn am Ballermann? Im Hochstift bist du besser dran. Die Segelboote auf dem Aasee feiern in der Altstadt und am Hafen. Ein Sieg der Preußen! Mit dem Fahrrad überall hin. Wir leben in der schönsten Stadt der Welt. Eine Stadt, ein Radio. Antenne Münster. Du stehst am Bahnhof Wiesdorf auf Gleis 2. Der Euro Intercity rauscht vorbei. Du träumst dich jetzt an einen anderen Ort. Dann steigst du in den Bus nach Rheindorf Nord. Zwischen Fastelee und Haute Couture, zwischen Geisburg, Dom und Köln, liegt sicher nicht das Paradies. Doch zu Hause sind wir hier. Heimat, die so viel zu bieten hat.
wirst du auch ewig Zweiter sein. Bleibst du die Eins vom Rhein. Die großen Nachbarn wissen das. Privatstationen, so die Westmünsterlandwelle für den Kreis Borken. Wahlzeit 13.04 Uhr, die Westmünsterlandwelle hier, ich bin Hardy Schwacke. Wünscht Ihnen Frank Hollenbeck, der sitzt für Sie bis 10 am Mikrofon. Oh lala. Sie hören lokalen Nachrichten mit Stefan Hilbring. Die Schlagzeilen. 9.17 Uhr, hier ist die Westmünsterlandwelle. Einen wunderschönen guten Morgen im Frühstück, sagt Ihnen am Mikrofon der WMW Benjamin Holzlau. So, jetzt machen wir Konferenz, ruhig jetzt. Immer wieder schalten wir auf WMW. Immer wieder Musik mit Herz. Denn er geht uns unter die Haut. Auf dieser Welle hört der ganze Kreis Anhalt, Gronau, Borken und den Heiden. Radio WMW ist grenzenlos. Mit viel Herz und Seele, das kannst du spüren. Musik und Infos sind aus erster Hand. Schalten wir auf WMW. Immer wieder Musik mit Herz. Immer wieder hören wir den super Sound, denn er geht uns unter die Haut. Immer wieder schalten wir auf WMW. Radio WMW, der beste Mix. Das ist unsere Heimat. Hier bringen wir euch schon morgens auf den neuesten Stand. Mit dem besten Mix. Wir wissen, was euch bewegt. Und wo ihr steht. Wir lieben, was war. Und wir freuen uns auf das, was kommt. Wir arbeiten nicht nur hier. Wir leben hier. Leidenschaft für die Region. Für Arnsdorf, Basweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Rötchen, Simmerath, Stolberg, Würseln, Düren, Heinsberg und Aachen. Antenne AC, der Sender für die Städteregion Aachen und darüber hinaus. Und darüber hinaus. Antenne AC am Morgen.
mit Stefan Frankenberg und Martina Kilian. Mit uns starten Sie perfekt geweckt in den Tag. Du Martina, das muss demnächst spontaner klingen. Mit uns starten Sie perfekt geweckt in den Tag. Gut gelaunt und besser informiert geht es in den Morgen. Damit Sie in der Mittagspause in der Kantine natürlich mitreden können. Lokalpolitik, Sportunterhaltung, wir haben alles, was die Städteregion Aachen zu bieten hat. Antenne AC, die Nachrichten. Meldungen aus der Städteregion Aachen und darüber hinaus. Ich bin Susanne Menno und präsentiere Ihnen immer zur halben Stunde volle Informationen in den Antenne AC Lokalnachrichten. Martin Kelz, live aus Herzogenrath. Danke, Tanja Hausstetter, live aus Alsdorf. Live vom Aachener Landgericht, Sascha Winkel für Antenne AC. Antenne AC, 100% Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb. 13. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ein weiteres Tor gefallen am Aachener Tivoli. Wir schalten raus zu unserem Fan und Reporter Marco Flock. Unglaublich, die Hütte brennt hier am Tivoli. Alemannia Aachen führt 4:0. Antenne AC, 100% die beste Musik. Die beste Musik. Beste Musik. Antenne AC. Antenne AC. 100% die beste Musik. Antenne AC. Antenne AC. 100% die beste Musik. 3. August 1990. 6 Uhr morgens. Die wichtigsten Musikstücke zusammengefasst. Unsere Stadt hat einen eigenen Sender. Glück auf! Glück auf! Glück auf! Eine Minute ist es alt. Nein, fast 2 Minuten unser Radio Jurowelle Bochum. Einen wunderschönen guten Morgen am Mikrofon, Elvira Kronast. Welle Bochum, da ist der Hörer König. Wir haben für Sie einiges vorbereitet. In dieser Stunde, da geht es gleich los mit einem Gewinnspiel. Ja, Sie können gewinnen. Frühstück ins Haus für 4 Personen. Wenn Sie alleine sind, holen Sie sich schnell jemand. Der Sender heißt Ruhrwelle Bochum und ist auf UKW zu empfangen, wenn Sie den Knopf an Ihrem Radio ganz weit nach rechts drehen. Bis zu 105 im Megahertz-Bereich. Gesendet wird aus dem Dachgeschoss des Kaufhauses Kortum, von oben herab sozusagen, wie es sich für einen Radiobetrieb gehört.